Hallo, meine Freunde. Und ihr seht es genau richtig, ihr habt es schon beim Anklicken gemerkt. Minecraft ist wieder da. Wir sind bei Raute 150. Es war eine sehr lange Pause. Es hat mir sehr gefehlt. Einfach das Minecraft-Let's Play war immer was Besonderes. Es war nicht das typische Let's Play. Es war einfach anders. Man konnte über alles reden. Es ging nicht nur um Minecraft, sondern allgemein über das Programm und alle wichtigen Informationen waren immer im Minecraft-Let's Play. Und jetzt habe ich ja mich dazu entschieden, das Ganze mit Mods ein bisschen aufzufüllen. Ein bisschen ist gut, wer unten links gucken kann. 29 Mods loaded und davon sind auch alle aktiv. Sei mal Optifine, einfach fürs bessere Anschauen. Forge natürlich. Buildcraft, Computercraft, Craft Guide, damit ich auch alles finde. Enchanting Plus ist endlich wieder neu gemacht worden. Also können wir auch wieder schön verzaubern. Forestry, sehr schön. Industrial Craft 2, Inventory Tweaks zum Sortieren natürlich immer noch dabei. Railcraft, Red Power, auf das wir so lange gewartet haben. Timer Mods, Useful Food und so ein Crossover Mode. Mod. Ja. Daran werde ich erstmal auch nichts ändern an dieser Zusammenstellung an Mods. Ich habe jetzt schon lange am Texture Pack rumgefeilt. Ich hoffe, das ist jetzt auch einigermaßen gut. Ich habe jetzt nicht nochmal genau geprüft. Alles müsste soweit gehen. Wenn irgendwas jetzt noch nicht so hübsch das sein sollte oder irgendwie komplett aus dem Rahmen fällt, dann gibt es entweder ein Problem mit der Installation oder sonstiges, gell? Also macht euch da nichts raus. Gut, genügend gelabert. Ihr wollt nämlich sehen, wie es weitergeht. Hier beim weiterentwickelten Minecraft eine neue Zeit. Gehen wir rein. Ich lasse es mal vorladen. So, und das ist unsere neue Welt. Es lädt immer noch. Ich habe extra auch mehr Memory eigentlich reingemacht. Da hinten ist ein Dschungel. Da hinten ist auch irgendwo ein Sumpf gewesen, soweit ich das beim Überfliegen gesehen habe. Aber in dieses Gebiet hier fand ich einfach nur perfekt. Und das sieht ja alles schon so nackt aus noch. Oh, ich bin noch im Game Mode. Ja, Cheats sind also erlaubt. Das habt ihr ja schon im Loading Screen gesehen. Das hat einfach was damit zu tun, falls irgendwas gemacht werden muss, wenn irgendwas nicht funktioniert, ist es einfacher für den Game Mode, das dann zu erreichen. So, ihr fragt euch jetzt, was mache ich hier? Und ihr seht das hier schon. Müssen wir den richtigen Eingang finden davon. Grab, Grab, Grab. Ich hätte mir natürlich erstmal Werkzeuge in die Hand geben können. Ein bisschen weiter rechts, als ich gedacht habe, das Ganze. Ja, komm schon, wo ist es denn? Ah, hier. Noch nicht. Dann hier? Hä? Muss hier nicht eine Treppe runtergehen? Ha. Meine Fresse, ich komme doch durch den Stein nicht durch mit der Hand. Also auf Deutsch, das ist unser Lager, um das mal abzukürzen. Bevor ihr hier vor Neugier sterbt, was ich ja nicht möchte. Den direkten Eingang weiß ich jetzt nur nicht, wo er ist. Ein Hühnchen. Ja, da liegen auch unter anderem paar Dinge drinne, die ich noch brauche. Unter anderem mein ganzes Werkzeug müsste da noch unten in der Kiste liegen. Weil ich habe ja gesagt, das Zeug nehme alles mit. Und der Rest wird liegen gelassen. So, irgendwie ist die Musik mir jetzt zu laut. Für den Anfang war das ganz schön. Aber jetzt muss ich ganz kurz. Nein, 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 ja. So. Auf 7. Na komm, nicht 5, sondern 7. Genau 7, danke. Wie komme ich denn jetzt hier rein? Okay. Die Sonne geht schon unter. Ist aber fast schon hier wieder. Achso, außerdem steht das ganze Ding, glaube ich, noch auf. Ah ne, einfach. Ist doch okay. So wollen wir es ja auch spielen. Ich dachte schon, ich hätte Mobs aus.
aka friedlich, peaceful, wie auch immer. So, give it to me. Greife ich mich gleich durch die Wand. So, ich werde eh gleich nochmal bestimmte Dinge machen müssen, weil zum Beispiel die ganze Erfahrung, die ich hatte, die wollen wir natürlich auch mitnehmen. Wir hatten ja nicht umsonst den Enderdrachen noch extra getötet vorher. So, einmal Workbench. Dann einmal Sticks. Dann die Workbench hin. Sticks rein. Und eine Spitzhacke. Die Workbench nehmen wir bitte mit. Zack. Spawnt hier schon irgendwas Böses? Noch nicht. Aber hier ist auch sehr dunkel. Das heißt, hier drinnen könnte auch was spawnen. Okay, ich bin jetzt direkt in der Ecke. Zack. Zack. Ah. Also was doch hier oben drüber. Machen wir das ganze Ding erstmal zu. Dick, dick, dick. Pflastersteine. Mehr Pflastersteine. So, guck mal. Alles da soweit. Mal gucken, ob auch alles drin ist. Das habe ich noch nicht überprüft. Ja, sieht gut aus. Sieht gut aus. Wir werden noch einige Kisten neu brauchen, weil es viel mehr gibt. Hier mein ganzes Zeug. Hat man uns ja noch ein bisschen was verzaubert gehabt. Oh mein Gott. Hat man das wirklich? Ich weiß es nicht mehr genau. Hier meine Glücksspitzhacke. Oh, mein Bogen, der war ja auch fast durch. Okay. Dann räumen wir mal ein. Nach der alten Definition, wie wir es immer eingeräumt haben. Das heißt, das dorthin. Nee, da ist er. So, so. So, ne? Müsste circa passen. Ja, passt schon. Dann Fackeln und was zu essen. Dann ziehen wir die ganze Rüstung natürlich auch an. Der Eisenharnisch ist jetzt noch nicht so befriedigend, aber was soll's. Es ist noch ein bisschen laggy, habe ich das Gefühl. Wie viele Frames haben wir denn? Wir haben nur 22 FPS und ich weiß nicht warum. Oh, ach ja, das war die Truhe, die unten stand. Ganz unten in unserer Mobfalle. Schön Kies. Ja, bis hierhin geht's, genau. Und da wäre dann der Ausgang. Den müssen wir jetzt noch dann bauen. Und insgesamt wird das ganze Ding natürlich etwas anders gebaut als vorher. Trotzdem nervt mich das ein bisschen, dass es jetzt für die Aufnahme gesehen leckt. Also, niedrige Frames. Ihr merkt das auch. Wenn man ganz genau hinguckt, merkt man ein bisschen weniger Frames als eigentlich notwendig. Nein, oh. Nee. So. Ich guck mal kurz nach, wartet mal. So, ich habe es jetzt so circa auf 34. Ja, jetzt ist wieder 19. Ja, sobald die Aufnahme läuft, zack, wieder runter. Mann, das nervt jetzt mich schon. Wir gehen mal zusammen jetzt in die Grafikeinstellung, wo ich die ganze Zeit nämlich rumwerke. Das ist nämlich die große Grafikeinstellung vom Optifine Mod. Und eigentlich habe ich so viel gar nicht umgestellt. Ah, und ich weiß gerade nicht, was ich da machen soll, damit das ordentlich dann besser läuft. Vielleicht muss ich irgendwas runterstellen. Vielleicht doch die Renderdistanz ein bisschen runternehmen. Was aber eigentlich nicht wirklich sein müsste. Schnell. Schnelle Grafik. Gucken, ob das viel ausmacht. Ja, ein bisschen was. Zumindest so, dass es über... ja, knapp über 25 bleibt. Na, mal gucken. Ich akzeptiere das jetzt erstmal so. Ansonsten gucke ich dann alleine nochmal drüber nach. Ansonsten gucke ich über vorn. Oder, falls sich jemand von euch wirklich damit auskennt, also wirklich auskennt, er kann auch ruhig was schreiben dazu. Ich nehme das gerne mit auf und überlege mir dann, ob ich das dann auch nutzen werde. So. Machen wir erstmal den typischen Trick. Also es gibt viel zu entdecken mit den neuen Mods. Abgesehen von neuen Dingen, die man finden und bauen kann, ist auch die Landschaft ein bisschen anders. Manche Dinge generieren was in der Landschaft, womit wir uns demnächst dann beschäftigen werden. Unser Haus muss komplett anders aussehen. Es hat ganz andere Anforderungen. Wir müssen Strom erzeugen.
um dadurch natürlich auch Vorteile zu gewinnen. Das ist ja nicht. Hat ja auch alles seine Vorteile, wenn man es macht. Naja. Warum muss hier Kies sein? Weiter bitte. Noch so ein altes Lied, das ist noch. Das erinnert mich immer noch sehr an früher. So, wie hoch muss denn das? Ich denke, es ist zumindest schon mal eins zu hoch. Ich habe das Lager auch erstmal nur so reinkopiert. Ob das dann so aussehen bleibt, also von da vom groben Aufbau vielleicht. Aber die Steine und alles, ob das bleibt, das kann ich euch nicht sagen. Falls euch das aus den Herzen liegt und ihr das fragen wollt, das kann ich euch derzeit nicht sagen. So. Machen wir aber erstmal hier. Na komm schon. Hey. Ihr habt doch ganz genau auch gesehen, dass da was gebaut wurde, oder? Oder so, lass mal so. Ich glaube, so sah das auch vorher aus. Kann das? Wirkt gerade so vertraut. Da brauchen wir eine Treppe. Da wir eine Treppe nicht craften können, bleibt halt bei 4 Treppen. So. Ja, und dann machen wir uns jetzt mal hier einen ordentlichen Eingang. Ausgang, wie auch immer. Dick, 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 dick. So, das müsste jetzt schon die Nullebene sein. Bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher. Das ist ja auch alles derzeit erstmal nur provisorisch. So. Zack, 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 zack. Okay, es ist noch Nacht. Gut zu wissen, aber schlecht, dass da... Da, 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 da. Ihr habt ihn gesehen, oder? Ihr habt ihn gesehen, wie er da schon wieder auf uns gewartet hat. Schnell raus. Au, au. Ich hab nicht mal einen Bogen um den Creeper jetzt. Ja, genau, 2 Creeper. Was geht mit euch? Und es leckt noch. So leicht. Naja, gerade mal mehr. Was ist denn los? 17 FPS nur noch. Ach, da unten 15. Aber. Die. So. Mensch und Skinner aber auch. So, du auch noch? So. Aber ich wollte das noch mit den... mit den Dingern gleich noch regeln. Mit den Leveln. Das werde ich gleich nach der ersten Folge hier machen. Ich wollte euch quasi nur kurz das zeigen. Das bauen wir hier auch wieder zu, nachdem wir das aufgegraben haben. War das circa so, oder? Passt schon. Sieht gut aus. Und hier wird dann auch unser Haus entstehen. Hier so irgendwie... Nicht explodieren, nicht an meinem Haus. Die Creeper... Fick. Ja, das war jetzt nicht so erfolgreich. Bei den Creepern sollte es eigentlich noch einen anderen Mod geben. Deswegen sehen die auch ein bisschen anders aus, als sie eigentlich aussehen sollten. Zum Beispiel der, der hatte... Der war eher weiß. Und jetzt nicht so albino-weiß, wie man es von unseren Creepern gewohnt ist, sondern ein anderes Weiß. Eine andere Art und Weise. Und zwar wollte ich, dass die Creeper noch Spezialfähigkeiten bekommen. Durch einen gewissen Mod, der sich schimpft Elemental Creepers. Müsste circa hinkommen. Ich weiß jetzt nicht genau, ob der so hieß. So. Warum veranstalte ich eigentlich die Natur, wenn ich doch eh unten bestimmt viel zu viel Erde habe? Ich erinnere mich noch, Erde hatten wir nie das Problem. Wo war denn jetzt der Eingang? Hä? Hä? Bin ich doof? Ach, da oben. Doch etwas höher als gedacht. Nam, 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 nam. Nam, 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 nam.
Oh, aber nein, wir hatten doch hier noch. Duck, duck. So, Rest wird später gebaut. Ja, Schweinchen. Danke fürs Essen herbringen. Und Lämmlein. Ja, wir sind so gut. Also, was es denn alles dann hier gibt und so, das machen wir dann alles beim nächsten Mal. Das war jetzt erstmal nur so grob gesehen das, was ich euch zeigen wollte. Für heute erstmal. Alles andere, was man mit dem Lager machen, was es denn wirklich Neues gibt, wie denn unsere Umgebung wirklich aussieht und alles, das gibt's alles beim nächsten Mal. Ne? Also, ich freue mich auf jeden Fall, dass das Ganze jetzt hier durch ist und dass wir endlich wieder anfangen mit dem Ganzen. Und ich hoffe, es wird episch, weil mit euch zusammen wird es sowieso episch und Minecraft ist einfach zu geil. Und ich hoffe, ihr freut euch darüber, so wie ich mich auch. Und ja, dann sage ich bis zum nächsten Part. Ich bin Railroad und ich bin raus. Tschüss.